werde ich wahrscheinlich heute Mittag mal besprechen. Dann wurde auf der DEFEA in Griechenland, das ist eine Militärmesse dort, wer die nicht kennen sollte, auch einiges an interessanten neuen Fahrzeugen gezeigt oder modifizierten. Zum Beispiel haben sie da, ich habe es ja gestern im Stream schon, glaube ich, erwähnt, einen Leopard 2 Demonstrator mit Verbundpanzerungsblöcken gezeigt. Also ähnlich wie beim Leclerc, wo man ja so Blöcke draufsetzt als Panzerung, die man auch wieder ganz easy abnehmen kann. Ist es dort auch so Blöcke, die man quasi in den Panzer schraubt, und darüber werde ich dann berichten noch, weil das auch eine neue Kooperation ist, die auch erst dort bekannt gegeben wurde, zwischen der EODH, ich glaube so heißt die Firma, und halt KMW. Und ich muss mal KMW anschreiben, die Pressestelle. Aber dort haben sie einen Demonstrator gezeigt, also noch einen anderen Leopard 2 Demonstrator. Und das könnte der Leopard 2 A8 gewesen sein. Er wird zwar so nicht betitelt, aber er wird als Leopard 2 A7 mit neuester Technologie in den Medien gehandelt. Und das könnte der 2 A8 sein. Da bin ich mir aber nicht sicher. Und ich wollte es auch nicht einfach bloß droppen, diese Info. Und nachher ist es ja eben kein A8. Deswegen, da werde ich mal KMW noch anschreiben, Pressestelle, und nachfragen, ob sie mir da Infos geben können. Das ist natürlich mal auf einem anderen Blatt Papier. Ja, zum Beispiel gestern habe ich eine Nachricht von Rheinmetall bekommen, also mit denen stehe ich auch schon mittlerweile in Kontakt. Da gab es auch wieder neue Bekanntgebungen bezüglich. Boah! Wow. Der Turm ist steil gegangen. Scheiße, Mann. Wahnsinn, Wahnsinn. Das war ein krasses Erlebnis für die Besatzung dort. Kurzweiliges zudem. Ja, Ruhe ist schon ein absolut geiler Panzer. Also, wenn dann wieder Sales, Freunde, Ruhe. Es gibt nichts Besseres als eine Ruhe bei den Deutschen. Ihr findet vor allem nichts Vergleichbares. Also wirklich Vergleichbares. Vielleicht noch der Walker Bulldog, aber der hat ein zu kleines Kaliber und. Ja, ist nicht das gleiche. Ah, hat er Lack gehabt. Ist gerade abgebogen. Nice. Oh, schöner Schuss. Bin aber beeindruckt, wie der M48-Spieler das sofort gecheckt hat. Von wo meine Schüsse kamen. Das ist das Schöne mit der Ruhe, mit der kannst du auch mal kurz zurücksetzen. Oh lol, der steht da wirklich. Lol. Normaler Mensch fährt einen Meter nochmal zurück, damit er nicht an der gleichen Stelle stehen bleibt. Er bleibt halt wirklich dort stehen und fängt sich halt noch einer. Zum Glück für ihn war da aber nichts mehr. Kann er mich beschießen hier? Kann er. Verlieren wir gerade B? Kann das sein? Oh, Bömmchen, aber leider den falschen. Ich hätte es lieber gehabt, wenn er den Oi. Wo ist er? Nice. Danke. Ach, das war ein ELC. Ich habe gedacht, das wäre ein Skorpion. Sah aus wie ein Skorpion für mich. Oh, er hilft mir. Dankeschön. Streamt Seres eigentlich auch? Ja, also in der Regel heute, soweit ich weiß. Aber auf YouTube dann immer. Dankeschön. Er hat mir irgendwie gerade den Arsch gerettet. Kann es sein, dass du ein Zuschauer bist? Mit deinem Wiesel? Dich habe ich gestern schon gesehen in meiner Runde. Oder in unseren Runden. Dreckranz. Nice.
So, wir haben B verloren. Da müssen wir jetzt engagen. Mal gucken, wo finden wir den Schlawiner, der dort die Position einverleibt hat. Oh, die haben noch richtig viel. Haben die noch richtig viel. Fühlt sich gar nicht so an, weil unsere Flanke hier ist einfach komplett sauber. Die müssen sich alle drüben irgendwo aufhalten. Ich hatte schon überlegt, ob ich nach B rüberfahre, aber... Nein! Ah, mein Schuss hat keinen Schaden gemacht. Kraftstofftank, ich fress einen Besen. Normalerweise müsste er instant einen Blow-up kriegen. Stattdessen... Kann er nicht löschen? Doch. Ja, gib ihm hart. Boah, nice. Merci. Oh. Das Spiel hasst mich. Ich habe das gestern schon mehrfach festgestellt. Ich bleib dabei. Das Spiel mag mich nicht. Geht halt durch. Macht gar keinen Schaden an der Munition oder so, sondern an der Besatzung, an einer Position, wo die Granate gar nicht getroffen hat. Oh Mann. Ich habe jetzt mein Tablet nicht da. Kann ich mein Handy in den Chat aufmachen? Das ist jetzt sonst so schwierig. Ja, kann ich. Ich war so clever und hab's gestern noch geladen. Machst du sowas hobbymäßig? Was meinst du damit genau? So, kann ich den Stream aufmachen? Genau. Kann ich nämlich scrollen, sonst muss ich mal raustappen, das ist ein wenig dumm. So, ich bin jetzt hierher gefahren, um ein Besatzungsmitglied zu holen. Die Nachladezeit, die kickt schon wirklich. Ja, ist wirklich gut. Geht gerade durch die Presse. Marder, Iris T und Leo 1. Ja, was genau? In welchem mit LOL, wie ich halt einfach seinen Geschützverschluss rausnehme? Oh nein! Komm, gib Gas, gib... Oh, mein Getriebe ist zernudelt. Ich hoffe, der Leo checkt's. Nein! Wo war der jetzt? Ah, er hat mich da sehen können. Oh nein! Oh. Der Leo hat halt überhaupt nicht geschissen bekommen da neben mir, ne? Belastend. Okay, ja, Flanke ist nicht mehr sauber, wie wir feststellen. Ich glaube, ich nehme den Marder. Ich habe einen zweiten Monitor. Nur wenn ich wenn ich dann auf den zweiten Monitor gehen möchte und dann den Chat runterscrollen möchte, muss ich aus dem Spiel raustappen. Da kann ich auch 10 Monitore haben. Das bringt mich nicht wirklich weiter. Ich könnte natürlich das Spiel so einstellen, dass ich quasi randlos spielen kann. Das habe ich auch mal 3-4 Streams ausprobiert, aber dann habe ich sehr oft das Problem, dass ich dann außersehen, gerade in wichtigen Momenten, irgendwie mit der Maus außerhalb des Spielbereichs gehe.
und dann irgendwo auf dem Monitor rumwuseln und nicht da, wo es sein sollte dann. Deswegen habe ich das wieder verworfen. Deswegen habe ich jetzt einfach meistens ein Tablet nebenher laufen, aber das ist von gestern Abend noch leer. Aber guter Einwand an der Stelle. Ja, also mein Setup ist schon ein bisschen fortgeschritten, ne? Was ich machen sollte, ist eigentlich, oder besser wäre eigentlich, wäre hier für meinen zweiten Monitor einen separaten Rechner anschließen, aber ich habe jetzt keine Lust, oh Gott. Oh oh. Geschützrohr, nice. Komm, reparier den Scheiß. Oh, ich hasse es, wenn die Bäume so langsam wegtroppen. Früher waren sie einfach kurz weg und dann war's das. Ah, nice. Und dann war gut damit, aber seitdem sie das mal umgestellt haben, dass sie so langsam wegkriechen, ich hasse das. Also im Boden versinken. Hier ist noch einer. Oh oh. Nein! Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte ihn eigentlich erst spotten. Aber okay, er hat zum Glück aufgepasst. Er hat zum Glück gut aufgepasst. Oh, P1 und 2. Läuft. Neues Paket für die Ukraine. 2,3 Milliarden Euro. Von wem? Von den Amerikanern? Also die veröffentlichen ja gefühlt wöchentlich ein milliardenschweres Paket. Mittlerweile. Mit Munition und so weiter. Ich komme gar nicht so schnell hinterher, das zu wählen in meinen Videos, als dies raushauen. Ist das der Kampfpanzer der Deutschen? Also leichte Kampfpanzer? Oder? Was meinst du damit? Deutschland? Ah, okay. Das kenne ich noch nicht, muss ich da mal reinschauen. Muss ich ehrlicherweise sagen. Also. Wie halt einfach überhaupt nicht die beeindruckt, wie ich mit meinen Maschinenkanonen da auf die Ketten schieße. Das juckt ihn halt einen Scheiß. Leute, ich hab sie getroffen.
ins Gesicht. So, aber ich glaube, da war noch einer. Kann das? Da hinten, genau. Twin Mustang. Sieht man auch nur noch selten. Früher war das Flugzeug so episch. Du bist jedem davon geflogen, selbst einen Düsenjäger teilweise. Die war so schön schnell, aber mittlerweile kannst du die voll vergessen. Auch super behäbig, also die macht keinen Spaß mehr, gespielt zu werden. Natürlich hat er den nicht gespottet, man kennt das, Kappa. Steht er jetzt? Ist er ausgefahren? Na, F82, habe ich richtig also gesehen. Ah, ja, Baum steht da im Weg. Bam! Sauber. Schön. Ah, wir haben schon gewonnen. Ich wäre jetzt gerne nach B gefahren. Nice! Zwar nicht viel zerstört, aber viele Abschusshilfen generiert. Auch nicht schlecht. Ach so, vorn. Nee. Das, der Ruß war früher so ein Konzeptfahrzeug. Deutschland hat in dem Sinne eigentlich keinen leichten Kampfpanzer.